بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، في ذمة بوخ، العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، مدول فيها الحياة اليومية. الحياة تسليم، اليومية come from يوم. يوم هيستاك، زum Beispiel يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة ويوم السبت. Das sind die Wochentage, die wir schon gelernt haben. Und يومية ist dann eben die Eigenschaft, ist eine Eigenschaft. Das bedeutet der Alltag. Zusammen heißt das der Alltag. الحياة اليومية. Wir gehen dann zur Lektion. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثامن والعشرون، العرض presentation، الحوار الأول، انظر واستمع وأعد. Ich lese als erstes den Text, übersetze ihn und danach könnt ihr ihn lesen. طارق، متى تستيقظ؟ Wann wachst du auf؟ متى، wann، تستيقظ، du wachst auf. Astayqidhu, ich wache auf. Nastayqidhu zum Beispiel, nahnu, wir. Der Infinitiv ist istayqadha. Tahir, astayqidhu 'inda al-fajr. Ich wache beim Fajr-Gebet oder bei der Fajr-Zeit auf. طارق، أين تصلي الفجر؟ Wo betest du den Morgengebet؟ طاهر، أصلي الفجر في المسجد. Ich bete den Fajr-Gebet in der Moschee. طاهر، هل تنام بعد الصلاة؟ Betest du nach dem Gebet؟ طاهر، لا. La anamu ba'da salati. Ich schlafe nicht nach dem Gebet. Und hier ist es auch wichtig, ein Komma, oder dass man das irgendwie stoppt. Wenn man zum Beispiel sagt, möchtest du Wasser? Dann sagst du, la barakallahu fik. Wenn du das direkt hintereinander sagst, dann sagst du was wie, möge dir Allah die Baraka geben. Deswegen musst du entweder stoppen, la barakallahu fik, oder la wa barakallahu fik. Also das Trennen, indem du ein Wow hinzufügst. Und möge dir Allah reichlich belohnen. Oder möge dich Allah reichlich belohnen. Tariq, ماذا تفعل بعد الصلاة? Was machst du nach dem Gebet? بعد, nach. Tahir, أقرأ القرآن. Ich lese den Koran. Tariq, ومتى تذهب إلى المدرسة? Wann gehst du zur Schule? Tahir, أذهب الساعة السابعة. Ich gehe um 7 Uhr. Tariq, هل تذهب بالسيارة? Gehst du mit dem Auto? Tahir, لا, أذهب بالحافلة. Ich gehe mit dem Bus. Okay. Hat jemand Fragen? Was heißt nochmal schlafen? Also, das habe ich nicht ganz gehört. Also der Schlaf, Naum. Naum. Er hat geschlafen, Nama. Anamu, Nanamu, Yanamu, Tanamu. Okay? Und was Tarek fragt, Hal Tanamu heißt das ausgesprochen, oder? Nam, Hal Tanamu, richtig. Schläfst okay. du? Wir machen noch als Dialog. Dann der Bruder Shahri. Shahri liest dann das Blaue, Al-Azraq. Blau heißt Azraq. Und Yusuf yaqra Al-Asfar, das Gelbe. Mata testa. Mata testa. 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 Testa.
أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. بالحافلة، أوكي. Jetzt frage ich euch einige Wörter auf Arabisch und ihr antwortet und ihr versucht dann zu antworten. Hier habe ich einen Fehler gemacht letztes Mal und zwar zum Beispiel ma ma'na thalaja und dann habe ich dem Bruder Shahri gesagt, man soll sagen thalaja ma'na Kühlschrank. Eigentlich sollte man was sagen? Thalaja oder thalajatu, weil es Mubtada ist. Ma'na ha, also ihre Bedeutung ist. Wenn ich jetzt sagen würde, Ma'ana, dann würde ich sagen, Kühlschrank, Bedeutung Kühlschrank. Also Kühlschrank auf Arabisch, Bedeutung Kühlschrank. Aber wenn ich sage, Al-Thalajatu Ma'ana, also ihre Bedeutung, und dann dieses ist, ist im Klaren, weil das im Arabisch nicht vorkommt, Kühlschrank. Oder man sagt, Al-Thalajatu Ta'ani, also man benutzt den Verb, bedeutet. Ta'ani, Kühlschrank. Natürlich, wir sind fehlerfrei, deswegen bitte ich jeden, der die Audios hört oder die Videos schaut, um Verzeihung. Das ist eben die Korrektur. Kann sein, dass ich auch einige andere Fehler gemacht habe. Es kommt mir irgendwie so vor, als hätte ich da einige Fehler gemacht. Deswegen bitte ich um Verzeihung. طيب, الآن, أخ شهريا, ما معنى صلاة? الصلاة تعني جبيت. نعم ممتاز. أخ يوسف ما معنى الساعة؟ زيت هو. نعم الساعة تعني أو معناها هو أو Stunde. Oder Zeit, genau wie du gesagt hast. طيب. أستاذ محمد، ich habe eine Frage. Also, wenn du fragst, ma ma'na, zum Beispiel as-sa'a, und dann antworte ich, also eine Möglichkeit zu sagen ist as-sa'a tani, Uhrzeit, oder man kann sagen ma'na ha, oder das ha hat gefehlt beim letzten Mal. Das letzte habe ich nicht gehört. Also, ma'na, wenn ich, ha bedeutet. Also wenn man antwortet ma ma'na as-sa'a zum Beispiel die Frage und man antwortet ma'na ha, das ha hat beim letzten Mal gefehlt, oder? Man, also dieses Pronomen ha, genau, ha richtig, hat ja. Gefehlt. Also ma'na ha bei Uhrzeit könnte ich dann sagen auch. Genau richtig. Natürlich, wir sagen ha, wenn das Wort weiblich ist. Hu, ma'na hu, wenn das Wort männlich ist. Okay. طيب, أخ شهريا, ما معنى حافلة؟ حافلة. معناها حافلة ولا معناها بوست. بص, نعم. أخ يوسف, ما معنى سيارة؟ أوتو. أوتو, معناها أوتو. طيب, wir gehen zur nächsten Seite. نذهب إلى الصفحة التالية. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ينام. Er schläft. يستيقظ. Er wacht auf.
يذهب أجيت الساعة السابعة زيمو السيارة تصوتو ودعوتو حافلة بص مدرسة شولة. الآن أخونا شهريا، ما معنى تنام؟ تنام تاني دوش ليست. دوش ليست، نعم. أخونا يوسف، ما معنى نستيقظ؟ نستيقظ بيشتينوف. Genau, wir stehen auf. Oder wir wachen auf. Wir wachen auf. Weil wir stehen auf, es gibt einen Unterschied zwischen Aufwachen und Aufstehen. Aufstehen, das bedeutet, du bist vom Ort weg oder du bist aufgestanden. Von unten nach oben. Wenn du aufwachst, dann machst du deine Augen auf. Deswegen heißt das yestayqizu, aufwachen, und naqumu oder yaqumu, aufstehen. Von qama, yaqumu, naqumu. طيب, أخونا شهريا, kannst du einen Satz bilden mit yadhhabu? يذهب إلى المدرسة. نعم, هو يذهب إلى المدرسة. Zum Beispiel. أخونا يوسف, جملة مع كلمة سيارة. Das Auto ist klein, das Auto ist groß. Nein, nein. Das Auto ist blau, das Auto ist blau. طيب, هذه سيارة صغيرة. Oder صغيرتي, صح؟ Die Harakate sind alle falsch. Also, okay, dann هذه سيارة صغيرة. Okay. Nein. هذه سيارة صغيرة. ممتاز, رائع. في جنة وانت التدريب, أجب عن الأسئلة باختصار. أنتفوت دي فرن إن كوتس ولا كوتس فم سوزان. من يستيقظ عند الفجر؟ في فرن مت برودة شهريا. نبدأ مع الأخ شهريا. So, wann steht er zum Fajr auf? Ist das übersetzt so? Leise, wann, yani meta. Men, die Person, wer? So, wer? Wer steht zum Fajr auf? Tarek? Weißt du noch, wer das war? Tarek oder? Also Tarek war der, der gefragt hat, aber der andere Bruder, ich weiß nicht, wie er heißt. Tahir. Tahir. Nein. Also man würde da könnte wir sagen, oder man könnte sagen Tahir yastayqidhu inda al-fajr. Mumtaz. Nein. طيب. أخونا يوسف, أين يصلي الفجر؟ Was Tariq? أين؟ Ja, nein, nein, يعني war das Tariq oder war das andere? Jetzt reden wir über Tahir nur. Nur Tahir. طيب, Tahir يصلي في المسجد. Du kannst auch sagen, هو يصلي في المسجد. Das geht auch. هو يصلي في المسجد. نعم. هل ينام طاهر بعد الصلاة؟ Also, was macht er oder ينام schlafen طاهر
ist der Name, Ba'das Salah. Also was macht Zohir nach dem Schlafen oder nach dem Gebet? Also nee. Nach dem Gebet? Hell ist für eine Frage, weil im Deutschen sagt, fängt man mit dem Verb an, damit man eine Frage stellt. Im Arabischen muss man dann eben dieses Wort benutzen. Und deswegen Hell Yanam, also schläft Zohir. Zohir. Nach dem Gebet, La. Hua Yakra al-Quran. Wenn ich sagen möchte, er schläft nicht nach dem Gebet, was sage ich? La yanamu ba'd as-salah. Mumtaz, naam. طيب أخونا يوسف ماذا يفعل بعد الصلاة؟ هو يقرأ القرآن. ممتاز. متى يذهب إلى المدرسة؟ Entschuldigung, kann der letzte Satz nochmal wiederholt werden, Bruder Yusuf? Kannst du nochmal wiederholen? Ich habe das nicht so gut gehört. Ich sagte, يقرأ القرآن. Du kannst sagen, أعد. Ganz kurz. Bruder Shahria, wenn du möchtest, dass jemand wiederholt, dann kannst du sagen Kerrir oder A'id. Kerrir. No. Kerrir, lo samacht, Sheikh Yusuf. Bismillah. Ich sagte, huwa yakra'ul Qur'an. Jazakallahu khairan. No. Also, ماذا يفعل بعد الصلاة? Was heißt, was macht er nach dem Gebet? هو يقرأ القرآن er liest den Koran. طيب خمسة متى يذهب إلى المدرسة؟ Wann geht er zur Schule? Um 7 Uhr also Sitter. Ich habe vergessen, wie man die Uhrzeit, also ich weiß nicht, wie man die Uhrzeit ausdrückt. Ich gehe mal ein bisschen nach oben. Ich versuche das mal. So, kannst du es sehen? Also noch nicht, also es ist noch immer stehen geblieben. Achso, Assa'a. Genau. Wenn ich sagen möchte, er geht um 7 Uhr. Wie sage ich das? Yadhabu as-sa'a. Wir müssten, okay. Tamam. Yadhabu as-sa'a as-sabi'a. Yadhabu as-sa'a as-sabi'a. الساعة يذهب الساعة السابعة نعم du kannst diese Uhren bei den Uhren ist da sowas wie erste, zweite, dritte dann الواحدة الثانية الثالثة الرابعة du merkst der zweite Buchstabe ist immer ein Elif und dann nachher das nächste der Buchstabe hat dann immer ein Kesra ثالثة رابعة خا طيب ستة كيف يذهب بيجيتا يذهب مع الحافلة مع الحافلة نعم يذهب مع الحافلة أو بالحافلة بالحافلة أجيت مثل بص طيب سبعة متى تستيقظ أنت؟ Also wann steht er auf? أنت. Achso. Ah, okay. Wann stehst du auf? أنا أستيقظ عند الفجر. عند الفجر ممتاز نعم كم, wie kann man sagen ثمانية. Vor also ما معذا
vor? Bada. Also Bada ist ja nach, aber was heißt vor? Genau, Qabla ist vor, Bada, nach, Inde, bei. Ah, okay. Also Anna, Anna astaqidhu qabla al-fajr. أنا أستيقظ. أنا أستيقظ قبل الفجر. ممتاز. أخونا يوسف، أين تصلي الفجر؟ Frage. War mein Satz davor richtig? Mit مع الحافلة ولا muss man sagen بالحافلة؟ مع und بي geht eigentlich beides. Also beides haben die gleiche Bedeutung mit. Tamam. Also wäre nicht falsch, wenn ich mal sage. Meines Wissens nach wäre eigentlich Wallahu alam nicht falsch. Bismillah. Aina tusanni al-fajr? Usanni? Usanni fi al-masjid? Nein. Fi masjid al-Iman am fi masjid Yusuf Malillah? Usanni fi al-masjid al-Iman, صح? نعم أصلي في مسجد الإيمان. طيب. أخونا يوسف شهريا ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟ أنا أفعل ولا أنا أفعل؟ أنشطة أفعل مسترتب ساكن. Zum Beispiel, wir haben sehr viele, also Anamu zum Beispiel, oder Adhabu, Atbuchu, Akulu. Also, Taf'alu heißt ja, was machst du? Genau. Und wenn ich sage, ich mache, dann ist das Af'alu, oder? Okay, aber du musst ja eigentlich direkt mit dem Verb anfangen, weil zum Beispiel, ich mache Lesen, geht ja nicht. Ich lese oder ich schreibe. Ich schreibe. Okay. War das Salat al-Fajr? Oder Ana akra al-Quran ba'da Salat al-Fajr? Nein. Ana akra al-Quran ba'da Salat al-Fajr. Ana akra al-Quran al أنا أقرأ القرآن بعد الصلاة بعد صلاة الفجر. ممتاز. هل هي jemand fragen? نعم. Dann bleiben wir hier in Schala stehen. Hast du eine Frage? Nein, alles gut, بارك الله فيك. Okay. Dann bleiben wir hier in Schala stehen. Rabbana afina wa'afu anna wa'ahfazna bi asrari al-Fatiha.